Einen wunderschönen guten Morgen hier wieder live aus der schönsten Diktatur der Welt. Ich bin der Dennis, willkommen bei Tokaf Deutsch. Ja, also wieder mal eine unsagbar frühe Zeit für türkische Verhältnisse. Wir haben um 9 Uhr Frühstück in Teppe mit einem, einem Partner von uns, einer großen Baufirma, IKE, für die wir sehr, sehr viel verkauft haben in der Vergangenheit und die auch übrigens unseren Nova Garden bauen. Als Dankeschön sind wir halt alle eingeladen, das gesamte Team. Und dann fahren wir da mal hin und gucken mal, was es Leckeres zu essen gibt. Schauen wir mal. Wir sind hier schön auf Teppe. Frühstücken mit IKE. Aber wir haben es natürlich ein bisschen kalt. Der kälteste Winter seit 30 Jahren. Aber hilft ja nichts, ne? Der Bauch muss voll werden. Frühstück. Frühstück, evet. Frühstück. Baştan insene soğutmayı bekliyor mu? Ha, fotoğraf çekiyorsunuz. Hayır. Frühstück. 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 Hier gibt es zum Frühstück auch... Frühstück auch. Frühstück auch. Zahnbürste. Toothbrush. Yeah, after breakfast you will toothbrush. Yeah. Toothbrush. You can clean your... Yeah, please. Stay clean. Die Aussicht ist trotzdem immer wieder geil. Herrlich, ey. Jetzt werden sich noch Grundstücke angeschaut auf der Karte. Das sind Shima und Hummern. Hey. Video yapıyor. Evet. Frühstück ist vorbei. Jetzt fahren wir zum neuen Projekt Brandom. Ja, die Chefs ja von IKE, von der Baufirma, waren ja auch da, klar. Und dann haben die gefragt, also wir haben darüber gesprochen, alles zu teuer. Also wir wollen für unsere Kunden die Preise noch mehr und dann bringt er halt die Totschlagargumente, die nicht zu widerlegen sind. Was machen die anderen Baufirmen? Was nehmen die anderen Baufirmen für Preise? Damit war die Argumentation auch schon wieder erledigt, muss ich sagen, hat er recht. Und dann hat er ein paar andere Projekte verglichen, auch von IKE. Und dann sagt meine Frau, ja, wir kennen die IKE-Projekte. Und dann sagt er, Ibrahim, sagt er, ihr kennt alle von unseren Projekten. Ja. Ne, Frau? Ja. Ja, in Teppe auf jeden Fall frühstücken, habe ich ja gesagt. Habt ihr ja mitbekommen so ein bisschen. Wo ist der BMW? Ach, da. Wir müssen ein bisschen schneller eigentlich. Ach, herrliche Aussicht. Ach, ich liebe Alanya. Bir Alanya mis var. Teppe ist schon schön. Wenn nur nicht der Weg hier so kurvenreich wäre. Auf jeden Fall hat Ibrahim dann gefragt, ob wir das United Suites kennen. Und das war ja genau das, was wir nicht kennen. Und dann haben die mich halt ein bisschen verarscht. Ne? Dann sage ich halt, Afsalar, Faruk, nee, Payalar. Und der nächste, nee, Bachtschi hier oder so, ne? Ja. War ein lustiger Moment. Ich liebe Alanya.
Wir haben auf jeden Fall noch alle Geschenke bekommen von Boina, ich glaube Klamotten. Ja, mal schauen, was da drin ist. Auf jeden Fall super liebe Geste. IKJ, Top-Firma. Ja, und auch super nette Chefs. Jo, und da wären wir auch schon wieder in Ober angekommen. Unser neues Projekt, Brandom. Direkt hier an der Hauptstraße. Ja, das wäre das neue Projekt von uns, das Brandom. Haluk, Verkaufsleiter von IKE, fährt jetzt zum United Sweets wegen mir. Der Running Gag von vorhin beim Essen. Er zeigt mir das, damit ich das auch weiß. Das ist klar. Und dann sage ich dann zu ihm, ja, aber Hafsala ist schon ein bisschen weit, findest du nicht? Und ja, ich glaube, das macht ein Running Gag, der bleibt bestehen, ja. Ja, Faruk ist mit Ibrahim, dem Chef von IKE, der Baufirma, Grundstücke gucken in Teppe und Bektasch für zukünftige Projekte zum Kaufen. Und wir fahren mit Haluk, also dem Verkaufsleiter von IKE, ja, die neuen Standorte alle ab. Also wie gesagt, ich mache nicht nur YouTube-Videos und oder wir machen nicht nur YouTube-Videos und präsentieren Immobilien, sondern wir sind halt auch mit der Baufirma unterwegs. Wir sitzen mit der Baufirma zusammen, ob es Essen ist, ob es Trinken ist. Ja, Nova Property ist auch mit in der Planung mit involviert. Deswegen fährt Faruk auch mit dem Bauherrn, mit dem Ibrahim zusammen Grundstücke anschauen halt, ob das passt für zukünftige Projekte. Ja, das ist halt mehr als das, was die meisten halt so machen. Also es ist schon interessant, vielseitig, macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Ja, und wir haben auch Spaß untereinander und das ist ja die Hauptsache. Und langsam, ihr seht es, die Jacke ist aus. Wir haben ein bisschen besseres Wetter. Ja, da wären wir angekommen. Ich frage Haluk mal, ob wir in Afsala sind. Merhaba arkadaşlar. Şu anda Afsala'dayız. Nein, no, çok yakın Afsala ya. Afsala'ın evinde evet. Payalar. Evet, yep, doğru, payalar. Burayı hep artık. Warum habe ich nicht einfach eben Oba gesagt? Warum habe ich Afsala gesagt? Weil wir haben irgendwie fast nur ein Oba-Projekt mit IKE. Da haben wir Konya, Lotus, Nova Garden, Voyage Garden, Voyage Deluxe, Park Corner. Ja, wie wir festgestellt haben, United Suites auch. Brandom haben wir hier. Ja. Tja. Und? Ja, genug mit Spaß. Jetzt geht es wieder ins Office. Nachher noch schnell zu ein, zwei Objekten. Und ja, Videos fertig machen. Ja, auch nicht verkehrt, denke ich. So, kurz zu Basri. Ja, ihr Lieben, wieder im Büro angekommen. Schauen wir mal, was wir von IKE bekommen haben. Also, ich habe es ja schon gesehen gerade. Ja, kann man schon machen, ist in Ordnung. Ja, die haben wir von US Polo. In XL bin ich echt so fett geworden. Ich hoffe, das passt mir. Ich weiß nicht. Nee, ist aber auf jeden Fall schön. Vielen, vielen lieben Dank. Passt schon. Dimme Frau. Yes, wieder im Büro angekommen. Wir haben Mittagszeit. Ihr habt ein bisschen was gesehen. Also Teppe, immer ein Aussicht wert. Also immer auch ein Essen wert. Am besten in Kombination miteinander. Ja, also Geschenk haben wir bekommen, super lieb. Nochmal vielen lieben Dank an IKE, an die Baufirma, mit der wir sehr, sehr viel zusammenarbeiten. Ja, jetzt heißt es Videobearbeitung für euch machen, Business as usual. Und dann starten wir auch ins Wochenende, wir haben ja schließlich Samstag. Und was soll ich sagen, außer
Bleibt mir gewogen und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin habe ich die Ehre. Ciao, Leute.